Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal wieder zusammen Shorts an. Aber davor kommt natürlich erstmal unsere liebe Grüße-Runde. Und damit ganz liebe Grüße an Emil99, an Snowglimmer331, an Ella, an Emmy und Conny Krauspe. Und sonst würde ich sagen, lasst jetzt endlich zu den Shorts kommen. Let's go! Ich habe gestern Englisch-Abi geschrieben und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen, wie es so abgelaufen ist. Kurz vorweg, ich habe insgesamt 43 Stunden dafür gelernt. Ja, und was ich davon gebraucht habe. Die Arbeit ist super gelaufen, ja, ich beschwere mich gar nicht, aber ich habe absolut nichts von diesen 43 Stunden gebraucht, die ich gelernt habe. Leute, das Thema war einfach Black Lives Matter. Dafür hätte ich keine 43 Stunden lernen müssen, ja, das weiß ich auch alles von TikTok. Will die komplette Welt mich eigentlich verarschen? Ich war so fleißig, ich habe so viel gelernt. Ich dachte, man wird dafür belohnt, wenn man fleißig ist und viel lernt. Aber nein, es hat gar nichts gebracht, ja. Also, falls irgendjemand in nächster Zeit Englisch Abi schreibt, den besten Rat, den ich euch geben kann, lernt auf keinen Fall, weil ihr werdet alles bereuen. Das stimmt nicht ganz. Uns wurde zum Beispiel halt auch gesagt, das und das und das könnte drankommen und die und die und die Themen. Ich habe auch Englisch-Abi geschrieben. Es gab aber wirklich ein paar Dinge, die ich einfach überflüssig für Englisch-Abi gelernt habe, was sie auch schon gesagt hat. Aber es kamen auch Dinge dran, die ich gelernt habe und die kamen dran. Also hört nicht auf sie, lernt dafür wirklich. Achtung Leute, diese exotische Riesenzecke ist aktuell auf dem Vormarsch. Bitte dran denken, wenn ihr draußen in der Natur seid. Informiert jetzt deine Freunde und folgt mir gerne. Sie heißt Hyalomma marginatum und kommt durch die Klimaerwärmung mittlerweile in ganz Deutschland vor. Sie ist einfach dreimal so groß wie der gemeine Holzbock und jetzt kommt. Im Gegensatz zum Holzbock, der sich einfach fallen lässt, wenn du vorbeiläufst, geht Hyalomma aktiv auf Jagd und sucht dich. Sie hat sogar Augen. Und als wäre das alles nicht schon genug, machte man 2019 eine Stichprobe und fand heraus, dass etwa jede zweite Hyalomma-Zecke das Fleckfieber trägt. Eine unchillige Bakterieninfektion. Gruselig, ich weiß, einen Vorteil gibt's aber. Aufgrund ihrer enormen Größe merkst du es, wenn sie auf dir krabbelt. Aber ich bin so eine Person, wenn etwas krabbelt, ich bemerk's gleich. Aber es muss nicht sein, dass ich sie jetzt irgendwo an meinem Rücken dann auch finde oder an meinem Bein, wenn ich so eine Hose anhab. Boah, aber das ist richtig gruselig. Erstmal dieser eine giftige Käfer, jetzt diese Zecke, die übergroß ist. Das ist doch nicht normal. Okay, wir schauen weiter. Gaming als Kind versus als Erwachsener. Viel Spaß. Es sind Ferien, es ist Punkt 22 Uhr. Wir gehen rein, Jungs, die ganze Nacht lang. Alter, 22 Uhr schon? Jungs, ich zieh durch. Morgen Frühschicht, ich muss ins Bett. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben Kaffee getrunken. Das Zeug macht einen ja so krank wach. Alter, ich habe 12 Tassen Kaffee drin und mir fallen trotzdem die Augen zu. Ich mach Schluss für heute. Boah, irgendwie bekomme ich langsam Hunger. Mama, was essen wir heute? Oh ja, für dich ist eine Pizza im Ofen, mein Schatz. Ja, geil. Boah, vielleicht erstmal was essen. Schatz, was essen wir heute? Keine Ahnung. Was hast du denn gekocht? Das ganze Squad ist online. Ich hoffe, unsere Gruppe wird für immer zusammen zocken. Zuletzt online vor 77 Wochen. Digga, hat der sein PC verkauft oder was? Die Gegner sind ja so kacke. Alter, nehmen wir die gerade auseinander. Junge, diese ganzen 14-Jährigen sind so am Sweaten. Gar keinen Bock mehr auf das Game. Ich kenne das Ganze, diese ganzen Aufregungen von meinem Freund. Also wirklich. Der zockt ja manchmal, nicht oft, aber manchmal. Und das ist einfach genau das Ding, was er auch immer sagt. Oh, das war gut. Fand ich auch. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Oh, ich dich auch, mein Hamster. Woher hast du diesen Namen? Hä? So nennen mich nur meine Jungs. Woher hast du diesen Spitznamen? Hat es was mit einem von meinen Jungs? Hast du mit Jungs? Bibi ist nicht das, was du denkst. Woher hast du diesen Namen? Er ist einer der Jungs. Hat er nichts mit deinen Jungs, ich schwöre. Nein. Ist einer der Jungs. Ich bin einer von deinen Jungs. April, April. Was? Was? April, April. Mama, habt ihr die auf den Vogel gehalten? Wie konnten die mir sowas antun? Für meine Eltern. Doppelt verarscht. Wir sind keine deine Eltern. Du bist auch noch hier. Jeder im Leben hat mich verarscht. Außer du, Bello. Du liebst mich doch, oder? Nein. Nein. Der Hund hat mich fertig gemacht. Das mit dem Dude war hervorsehbar. Oh mein Gott. Es war so ein Chaos gerade. Ich muss runterkommen. Aberglaube in Japan. Überall auf der Welt existiert Aberglaube. In Deutschland die bekanntesten Fälle, die Zahl 13, Schwarzkatze, die über den Weg läuft. Doch wie ist der Aberglaube in anderen Kulturen? Wir schauen uns heute den Aberglauben in Japan an. In Japan bringt es Unglück, in der Nacht die Nägel zu schneiden. Das lässt sich zurückführen zu der damaligen Zeit, als es noch keine Elektrizität gab. Da war es halt nachts wirklich dunkler. Dann war es auch gefährlicher, an sich rumzuschnibbeln. Wie zum Beispiel die Nägel. Die Zahl 4. Anders als in westlichen Kulturkreisen. Zahl 4, ich mag die Zahl 4. In den asiatischen Raum die Unglückszahl. Das liegt daran, dass es sich anhört wie das Wort Tod. Auch es geht noch weiter. Auch eine Unglückszahl ist nämlich die 9. Die 9 wird nämlich Ku ausgesprochen und das klingt wie Leid oder Schmerz. Am japanischen Esstisch sollte man auch vermeiden, Essen von Stäbchen zu Stäbchen rüberzureichen. Das erinnert an eine Trauerfeier. Denn nach der Einäscherung des Verstorbenen werden die Knochen von Stäbchen zu Stäbchen rübergereicht, bis sie dann letztendlich
letztendlich in die Urne landen. Auch sollte am Esstisch vermieden werden, die Stäbchen senkrecht in den Reis zu stecken. Denn das erinnert auch an Trauerfeiern. Okay, das wusste ich nicht. Das mit Stäbchen zu Stäbchen habe ich auch schon oft gemacht. Aber glaube, ist allgemein so ein Ding. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher kommt das, frage ich mich. Und in jeder Kultur ist es ja anders, also kann es ja nicht stimmen. Aber ich glaube, es kommt dann am Ende auf die Einstellung ein. Wenn du denkst, du wirst jetzt Unglück haben, wirst du auch wahrscheinlich Unglück haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich bewerte meine dämlichsten Parkour-Fails. Bei dem ersten Fail habe ich versucht, von diesem Waveboard einen Backflip zu machen, aber natürlich konnte ich da gar nicht abspringen und bin voll auf den Knien gelandet, also 7 von 10. Aua. Bei diesem Fail wollte ich über dieses absolut viel zu hohe Hindernis springen und bin natürlich kläglich gescheitert, aber weil ich auf diesem komischen Dreieck gelandet bin, war es gar nicht so schmerzhaft, also 3 von 10. Hier habe ich mich einfach komplett verfedert und eine Art Kopfsprung gemacht, aber leider nicht ins Wasser, sondern auf dieses Trampolin. Ja, okay, 6 von 10. Aber das erste mit den Knien, das tat mir weh und ich habe nur zugeschaut. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr zuschaut und das selbst spürt? Oh Gott, was war eigentlich der schlimmste Unfall bei mir? Ich wurde einmal von einem Hund in mein Gesäß gebissen. Auf einer Wippe bin ich irgendwann mal runtergefallen und von der Schaukel bin ich runtergefallen. Und ich bin mal irgendwie, als ich noch kleiner war, das habe ich aber nicht mehr in Erinnerung, aber ich wurde von meiner Cousine, glaube ich, runtergeschubst. Und da bin ich an der Kante mit meinen Zähnen dran gekommen. Die sind einfach rausgefallen. Das waren noch meine Milchzähne, aber es hat trotzdem wehgetan, so. Okay, was waren eure dämlichsten Fails? Schreibt es mir in die Kommentare. Als ich damals von der Schule abging, meinte meine Klassenlehrerin noch zu mir: Okay, das ist dein letztes Zeugnis. Aber das ist nur eine Kopie. Verstehst du? Eine Kopie. Das ist nicht das Original. Okay, wann kriege ich das Original? Ganz einfach. Du musst all deine Schulbücher abgeben, dann kriegst du auch das Original im Sekretariat. Okay, ja, kein Ding, das mache ich dann nächste Woche oder so. Vergiss das nicht. Habe ich sie nächste Woche abgegeben? Nein. Habe ich sie nächsten Monat abgegeben? Nein. Wie spät bin ich jetzt? Ah ja, 11 Jahre. Habe ich eigentlich noch meine Schulbücher bei dir rumliegen? Ja, die liegen irgendwo da im Wohnzimmer. Wenn ich da aufkreuze mit diesen Büchern und die auch noch nicht vollständig sind, dann gucken die mich ganz komisch an. Naja, dann musst du Rest bezahlen. Ah. Ja, das stimmt, und die Bücher sind nicht billig. Das muss er dann bezahlen. Also, so ein Atlas, wenn er so einen vergessen hat, der war ganz teuer, der ist ja auch ganz groß. Bücherabgabe war auch so ein Ding. Wir mussten immer in so einen Keller gehen. Ja, das war auch immer so ganz lustig, ich weiß nicht. Bücherabgabe war so der Tag, du wusstest, okay, bald kommen Sommerferien, geil. Man musste irgendwie immer während des Unterrichts zur Bücherabgabe gehen. Das heißt irgendwie so, zwei Personen gehen runter, du siehst deine Freunde aus den anderen Klassen, dann gehst du wieder hoch zum Unterricht, holst die nächsten zwei Personen ab. Okay, wir schauen weiter. Dieser Song ist für einen gewissen Jan, ein Typ, der mir immer mein Girl klaut. Viel Spaß beim Zuhören. Warum muss Jan mir immer mein Girl klauen? 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 Was das? Was war das? Und wer ist Jan? Ich habe so viele Fragen. Wer ist dein Girl? Du hast eine Freundin? Wer ist Jan? Und wieso klaut er dein Girl? Und wieso singst du ein Lied darüber, wie Jan dein Girl klaut? Und wieso wiederholt sich der Text die ganze Zeit? Ich habe so, das ist Fragen über Fragen, wirklich. Ich habe mir für $100 das Tesla Giga-Bier gekauft. Ja, ihr habt richtig gehört. Hat er nicht gemacht. Ein Bier von Tesla. Super edel verpackt. 3 Flaschen sind hier drin für 89 Euro, also umgerechnet $100. Das sieht so aus. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist ein Bier. Hier 330 Milliliter Flasche. Hier sieht man die Flüssigkeit, also das Bier drinne. Ich bin super gespannt, Leute. Oh mein Gott, amerikanisches Bier, nee, glaub mir. Dieses Bier aufzumachen hier oben. So. Ja, okay, einfach hier. Machen wir das Ganze einmal auf. Schenkt es mir hier mal in einem kleinen Schottglas ein. Schmeckt gut. Ob es jetzt natürlich 30 Euro die Flasche wert ist, will ich nicht beurteilen. Ich würde es gern probieren, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es schlechter ist als das billigste Bier hier in Deutschland. Jawohl. Nee, amerikanisches Bier und deutsches Bier im Vergleich. Auch Elon Musk kann da nicht mithalten, glaubt mir. Aber so interessant ist es schon, so eine
Flasche, die so Hightech aussieht. Keine Ahnung, wieso eine Flasche Hightech aussehen muss. Drei Dinge, die nur das mittlere Kind darf. Das mittlere Kind muss nie zu irgendwelchen Veranstaltungen mit. Ha, endlich mal Zeit für mich. Moment mal, wo sind denn eigentlich alle? Hallo Mama? Hallo, wer ist da? Ich bin's, Anton. Ach ja, Anton, wir sind auf der Hochzeit von deinem großen Bruder. Das habt ihr mir nicht gesagt? Weil ich dachte, du willst vielleicht nicht. Ja, ja, okay. Als mittleres Kind ist es völlig egal, was du in der Schule machst. Und Timmy, wie läuft's in der Schule? Ich hab eine 3 in Deutsch. Mhm. Und du, Justus? Ich hab eine 5 plus in Mathe. Justus, das geht gar nicht. Ich hab übrigens eine 1 in... Nimm dir mal ein Beispiel an deinem jüngeren Bruder Timmy. 1 in Physik. Adam, Anton, ich rede gerade mit deinen Brüdern. Ja, und ich bin übrigens in Harvard angekommen. Und als mittleres Kind darfst du die alten Klamotten anziehen. So, Jungs, ich habe euch gerade neue Klamotten gekauft. Für dich, Timmy, ein Fortnite-Trainingsanzug. Cool. Und für dich, Justus, eine neue Dieseljacke. Ja, geil. Ich muss so rumlaufen. Du kannst die Hose von deinem Bruder bekommen. Aber da sind schon Löcher drin. Ach, ich habe noch Dinosaurier-Patches von Oma. Die können wir da draufsticken. Wie schön. Ich find's nice, dass er einfach durchsichtig ist. So. Unsichtbar für alle. Aber yo, nee, bei uns war es nicht so. Also ich musste meistens die Klamotten von meinen Geschwistern tragen. Also keine Ahnung, von Dima. Ich habe immer noch Klamotten von ihm, so T-Shirts und so, trage ich bis heute noch. Und sowas zu Familienveranstaltungen, da werde ich meistens nicht gerufen irgendwie. Ich bin das jüngste Kind, aber ich glaube, ich bin eigentlich von dem Status wie das mittlere. Okay. So Leute, das war's für heute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.